Robert Kovarik. Ipsation als Therapie der Anorgasmie. Ipsation, Onanie, Masturbation, Autoerotik, Automanipulation, Autoerotismus und Selbstbefriedigung sind nur verschiedene Begriffe für eine und dieselbe Tätigkeit. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigten, dass Frauen, welche ihre sexuellen Probleme mit Hilfe von Masturbation lösen, eine erheblich niedrigere Anzahl von außerehelichen Beziehungen aufweisen. Angesichts dieser Tatsache ist die individuelle autoerotive Übungstherapie der funktionellen sexuellen Störungen sowohl medizinisch, als auch ethisch-moralisch voll berechtigt. Mein Buch erzählt über eine Methode, wie Frauen mit gängigen funktionellen Orgasmusmängeln ihre Orgasmusfähigkeit mittels autoerotischer Technik stufenartig verbessern, erweitern und antrainieren können. Dabei ist es unerheblich, ob die Anorgasmie primär oder sekundär entstanden ist.